Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Sim World 2, der Dennis spielt das. Nach zweiwöchiger Pause melde ich mich zurück. Diesmal mit der neuen Strecke Hamburg-Lübeck. Und ja, wir werden jetzt mal sehen, was uns hier erwartet. Und schauen mal, was wir hier so machen müssen. Am Gefrierpunkt nennt sich das Szenario. Und ja, das lässt willkommen im Lübecker Hauptbahnhof. Eisige Temperaturen und schlechtes Wetter sorgen für komplizierte Bedingungen und eine Zunahme von Verspätungen. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache, aber das ist ja typisch für die Bahn. Sobald es kalt wird, haben die Probleme. So. Sie haben den Auftrag, einen RE8 zu übernehmen. Steigen Sie nach Ankunft des Zuges ein und bereiten Sie ihn für die Rückfahrt nach Hamburg Hauptbahnhof vor. Ja, das werden wir tun. Werden jetzt auf unseren Zug hier warten. Und, ja, wie man sieht, wird er hier auch gleich eintreffen. Gehen wir dem Ganzen mal entgegen. Wird doch langsam Zeit, ist kalt hier. Da kommt er. Schöne BR-112. Wunderschön. Herrlich, auch mit den Details und dem Schnee. Wunderschön. Richtig, da war ja was. Wir steigen in den Steuerwagen ein. Da gehen wir aber schon mal hier rein. Es wird wärmer. So. Latsche mal halt durch den ganzen Zug, was soll's. Ist auf jeden Fall wärmer als draußen. So, da sind wir. Machen die Tür zu. Genau. Dann mal. So. Das werden wir tun. Es liegen Meldungen vor, dass Sie einem verspäteten Zug folgen. Achten Sie genau auf die kommenden Signale, da Sie eventuell langsamer fahren müssen. Ah ja. Dann werden wir das tun müssen.
Bremsen lösen und aufschalten. Ein wenig mehr dürfte es sein, für die vorankommen. So, erste Station Rheinfeld. Ach herrlich, der Sound, wunderschön, wunderschön. Ach ja, ich darf nächsten Bahnhof wieder in die Lok hüpfen, damit ich die Schlusslichter ändere. Aber naja, das dürfte kein Problem sein. Aber noch eben Wagenbeleuchtung ein. Das ist. Nee. Dann doch lieber so. Mal ein bisschen aufschalten hier. Ach, schöne Details auch an den Mauern bemalt oder besser besprayt. Doch, gefällt mir. Auch mit dem Schnee an der Scheibe, dass der da so liegen bleibt, finde ich wunderschön. Übrigens, falls es hier Leute gibt, die es vielleicht noch nicht wissen, warum letztes Wochenende kein Video gab. Und zwar ist vor gut anderthalb Wochen unser ungeborenes Mädchen gestorben. Und ja, da fühlte ich mich einfach nicht in der Lage, euch wie gewohnt fröhlich mein Video zu präsentieren. Und deswegen habe ich eine Woche ausgesetzt. Ich hoffe, es nimmt mir keiner krumm, aber ich denke, es ist verständlich. Nächste Woche Samstag ist die Beerdigung und ich denke aber, dass es dann entweder an diesem Tag oder dann an dem Sonntag ein Video gibt. Das werde ich noch spontan entscheiden. Ja.
Aber ich denke, man kann es verstehen. Es ist nach wie vor sehr schwer und ja, ein Thema, was doch sehr schwer wiegt. Ja, aber ich möchte jetzt auch nicht in dem ganzen Video jetzt über so ein Thema reden. Ihr habt es verdient, dass ich hier euch meine Videos, mein Szenario fröhlich und professionell anbiete bzw. darlege und deshalb wird es jetzt hier nur über dieses Szenario, über diese Strecke und über diesen Zug gehen und ich denke, dafür seid ihr da, dafür schaut ihr mein Video und ja. Deshalb. Was stimmt jetzt mit dem Aufschalten nicht? Ich glaube aber, diese Strecke hat noch sehr viele Bugs. Zum Beispiel das Hängenbleiben zwischendurch. Und dass ihr zwischendurch keine Leistung aufschaltet. Seht ihr das? Wie das immer wieder verschwindet? Das stimmt fast nicht. Meiner Meinung nach sind da noch sehr viele Bugs drin. Ja, habe ich auch schon von verschiedenen Leuten gehört, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass zum Beispiel jemand 20 Minuten an einem roten Signal gibt oder dass der Steuerwagen keine Leistung gibt. So wie jetzt gerade. Null Leistung, obwohl ich aufgeschaltet habe. Da sind noch sehr viele Fehler drin. Jetzt zum Beispiel sind die Anzeigen aus. Also das ist doch nicht so ganz normal, oder? Ich weiß nicht, habt ihr damit auch Probleme? Ist das bei euch auch so? Würde mich jetzt interessieren, ob das bei euch auch so ist, weil irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Ich komme überhaupt nicht auf Geschwindigkeit. Also da muss die TG aber noch ordentlich nachbessern. So, wir schauen mal kurz in den Ablauf rein, wie wir überhaupt hin müssen. Rheinfeld ist klar, dann Bad Oldesloe,
Ahrensburg, Hamburg Hauptbahnhof. Ah ja. So viel dazu. So, dann sind wir auch gleich schon da. Also stockt dermaßen. Wahnsinn. Ekelhaft. Ehrlich, ich kann sowas überhaupt nicht haben, wenn das so stockt. Das ist. Nee. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. So, ich glaube, wir sollten mal bremsen. Wenn er mich lässt. Ja, ein Stückchen können wir noch. Schauen wir uns das mal von draußen an hier. So.
Aber noch haben wir Rot. Das heißt, wir warten. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Nun, dann werden wir das tun. Wir haben auch mittlerweile grün. Also es gibt keine Leistung. Das ist Wahnsinn. Seht ihr das? Da, bei KN0. Der hat keine Leistung. Das gibt es nicht. Jetzt. Wahnsinn. Ach, ich habe die Lichter nicht geändert. Ah, jetzt ist es zu spät. Dann müssen wir das halt in Bad Oldesloe machen. Geht nicht anders. Ich glaube, hier kann ich das nicht ändern, oder? Ich glaube, hier kann ich das nicht ändern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Spaß macht es so kein, wenn dauernd die Leistungsanzeige spackt. Schaut euch das an, das ist doch nicht normal. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Thank you.
Da scheint er sich ja einigermaßen gepackt zu haben. Wobei, nee, es ist schon wieder weg. Ach. Also, ich bin wirklich gespannt, ob das bei euch genauso ist mit dem Steuerwagen. Weil normal kann das nicht sein. So, da sind wir auch schon in Bad Oldesloe. So, jetzt werde ich gleich erstmal eben schnell auf die Lok springen, um ein vernünftiges Zugschlusslicht zu erzeugen. So. Rennen im Schnee. Herzlichen Glückwunsch. Das halte ich für einen sehr wertvollen Sicherheitshinweis. Das heißt, raus hier. Die Weiterfahrt wird sich für ein paar Sekunden verzögern. Eine technische Störung im Betriebsablauf verzögert ein wenig die Fahrt. Ich bitte um Ihr Verständnis. Aber wir haben ja eh noch rot, von daher. So. Nächste Station Ahrensburg. So, wir werden mal jetzt.
Jetzt sieht's gut aus. Es fängt ja wieder an zu spinnen. Es ist nicht zu fassen, was da für ein Fehler drin ist. Also ihr könnt ja gerne eure Erfahrungen mit dem Steuerwagen mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die genau die gleichen Fehler habt. Würde mich echt interessieren, also das ist ja Wahnsinn. Doch abartig. Sehr geehrte Fahrgäste, leider wird sich die Ankunft in Ahrensburg um mehrere Minuten verzögern. Technische Probleme an unserem Zug sind der Grund dafür. Leider kommen wir nicht auf die tatsächliche Geschwindigkeit, da unser Steuerwagen buggt. Wir bitten um Verständnis, dass sich die Bahn wieder mal verspätet. Aber das sind sie ja schon gewöhnt.
Also da muss aber ganz schnell ein Update her, wo das gefixt ist. Es ist ja grauenvoll. Also ich habe am Vatertag, als die Strecke released wurde, mal kurz die 112 angetestet und da gab es diese Probleme nicht. Also die fuhr ganz normal. Also es scheint wirklich ein Fehler oder ein Bug allein am Steuerwagen zu sein. Und ja, wie gesagt, ich wäre sehr gespannt, ob ihr da ähnliche Erfahrungen mitgemacht habt. Oh, wir sollten mal ein bisschen bremsen. So. Nein, man muss jedes Mal ein zweites Mal aufschalten, sonst reagiert er nicht. Das ist verrückt. Absolut verrückt. Also da muss ich dem Fahrdienstleiter Bescheid sagen. Er muss dafür sorgen, dass der Steuerwagen in die Werkstatt gezogen wird. Da stimmt was nicht mit. Der nimmt die Befehle von der Lok nicht an.
Also vielleicht werde ich gleich noch ein Video mit der 112 hinterher schießen, weil was hier abgeht, das ist ja Wahnsinn. Hätte ich fast den Halt verpasst in Ahrensburg. Junge, Junge, Junge. So. Und es schneit und schneit und schneit. So, auf geht's nach Hamburg.
Das gibt's doch nicht. Schaut euch das an. Grausam. Na, immerhin kommen wir jetzt auf Geschwindigkeit. Ist ja schon mal was. Und auch wenn man von draußen wieder in den Führerstand klickt, sind einfach mal die ganzen Anzeigen weg. Schaut euch das an, minutenlang.
So, keine 8 Kilometer mehr, sind wir in Hamburg. Nach dieser Wahnsinnsfahrt. Ach so, bevor ich es vergesse, Pros und Kontras der neuen Strecke Hamburg-Lübeck könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Bin mal gespannt, welche Meinung ihr über die neue Strecke habt. Also bezüglich der Strecke, bezüglich des Rollmaterials, bezüglich der Szenarios, die gespielt werden können und und. Also da könnt ihr euch mal richtig austoben. Alles sachlich, versteht sich. Also keine Beleidigung, keine irgendwelche Kraftausdrücke oder so. Also bleibt sachlich, aber konstruktiv. Es würde mich sehr interessieren, welche Meinung ihr da habt über diese neue Strecke. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren Endbahnhof Hamburg Hauptbahnhof. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Die DB Regio bedankt sich für Ihre Mitfahrt in unserem Zug und wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Noch ein wichtiger Sicherheitshinweis. Bitte vergessen Sie nicht Ihre Gepäckstücke in unserem Zug. Vergewissern Sie sich, dass Sie alles mitgenommen haben. Des Weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen, dass auch in unseren Bahnhöfen weiterhin Maskenpflicht besteht. Bitte denken Sie daran, zum Schutz uns aller. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Und würden uns freuen, Sie bald wieder in einem unserer Züge begrüßen zu dürfen. Der Ausstieg befindet sich voraussichtlich in Fahrtrichtung links. Ach, herrlich, die Einfahrt in den Hamburger Hauptbahnhof. Wunderschön.
Und da würde ich gerne noch wissen, wer von euch wohnt denn in Hamburg und fährt täglich diese Strecke Hamburg-Lübeck oder Hamburg in eine andere Richtung? Würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, mit Ausstieg in Fahrtrichtung links hatte ich mal gar nicht mal so Unrecht. Das freut mich. So. Jetzt mal die Scheibenwischer aus, da geht mir nämlich tierisch auf den Nerv. Verlassen Sie den Zug. Aber gerne doch. Gute Arbeit. Sie sind gut mit den schlechten Bedingungen umgegangen und haben diese Fahrt erfolgreich abgeschlossen. Damit sind alle Ihre Aufgaben hier abgeschlossen. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Tja, das würde mich auch mal interessieren. Ja, wenn es denn mal weitergeht. Ah ja, das sieht doch gut aus. So, das war's dann jetzt mit diesem Video, aber noch, beziehungsweise mit dem Szenario, aber noch nicht mit dem Video, weil ich möchte nämlich mit euch noch kurz den Hamburger Hauptbahnhof zu Fuß erkunden und ja, vielleicht können wir da mal in ein RE einsteigen.
und damit fahren, wenn es mal weitergeht. So, gehen wir da mal drauf. Darauf freue ich mich auch besonders. Mal schauen, was das ist. Die Rush Hour. Ja, ich bin gespannt. Ach, die Ladezeiten. So, wir gehen mal auf Erkunden. Genau, Fahrplan wollte ich mal eben schauen. Den ist klar, die ist klar, der ist klar, 185, 146. Die 101 kann man hier auch fahren, das ist gut. Und die 185. Also kann man ja auch IC-Dienst fahren. Das ist schön. Das ist schön. Zu Fuß. Machen wir mal klarer Sommertag. Dann gehen wir auf Fortfahren. Genau, wir starten in Hamburg Hauptbahnhof. Ja, machen wir 14 Uhr. Gehen wir mal auf Start. Und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir sogar in einen IC einsteigen. Das wäre jetzt natürlich mega. Schauen wir mal, was uns erwartet. Das, wie gesagt, jetzt nur als kleines Goodie. Hinten dran. Zack, da sind wir. Ich höre ein RE. Dann gehen wir mal rüber. Der Hamburger Hauptbahnhof. Mega, oder? Sieht schon geil aus. Da stehen zwei RE. Der eine kann nicht weg, weil der andere im Weg steht. Auch geil. Naja, Klaus Kaffee. Hier kann man nicht weiter, schade. Geld an. Oder Geld an. Wie auch immer.
Oktoberhaus. Rolltreppe, die nicht funktioniert. Na super. Was haben wir hier? Neu in der Gegend. Das wäre das erste Szenario. So, was haben wir denn hier? Bad Oldesloe, Rheinfeldholz, beziehungsweise über Rheinfeldholz nach Lübeck Hauptbahnhof. Folgezüge, der fährt um 14.07 Uhr ab. Wir haben jetzt 14.01 Uhr, haben wir ein bisschen Zeit. Folgezüge ist dann um 14.11 Uhr Bagde Heide. Hier haben wir auch ein RE, der fährt nach Bad Oldesloe, Hamburg. Ah ja, Hamburg. Folgezüge 15.11. Ah ja. Dann schauen wir mal. Guten Tag. Ein Zug fährt ein. Ah ja. Zugdienst. So, ein Bereich, wo man ja im realen Leben so eigentlich nie hinkommt als Fahrgast. Hier. PZB-Modus. PZB aus. SIFA aus. Batterie ein, Stromabnehmer, Wahlschalter hinten. Ah ja. So, jetzt gehen wir aber mal in den Steuer, beziehungsweise in den, als Fahrgast, in die Dostus, weil wir fahren gleich ab, denke ich mal, hoffe ich mal. Machen wir erstmal wieder die Türen zu. So, hier raus. Natürlich sind wir erste Klasse, ist ja logisch. Ich will aber andere Seite sitzen. So.
Dann schauen wir mal, was in einer Minute passiert, ob wir wirklich abfahren. Ja, natürlich mega. Licht ist an. Tür geht zu. Das hört sich gut an. Dann fahren wir mal eine Runde. Jetzt gehen die Türen wieder auf. Wir fahren. Tatsache. So, da fahren wir mal eine Runde mit. Wohin auch immer. Ist doch auch mal eine ganz schöne, entspannte Perspektive als Passagier, muss ich ehrlich sagen. Man braucht nicht auf Signale achten, man braucht auf nichts achten. Man kann einfach die Gegend genießen. Wunderschön. Hamburg ist sowieso wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Wunderschön die Hochhäuser. Herrlich. Schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön?
Ach, geil. Ich bin echt gespannt, wo wir jetzt hinfahren. Aber ich denke mal, Ahrensburg wird die nächste Station sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Oder Bagdaheide. Ach, was ist das schön, was ist das schön. So, ich würde aber sagen, an der nächsten Station steigen wir dann aus und beenden das Video, weil es wird sonst zu lang. Aber ich find's schön, dass sowas geht, dass man hier wirklich mal als Fahrgast mitfahren kann. Das ist, gefällt mir. Sehr schön. Hat eine sehr entspannende Wirkung. Was mich interessieren würde. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ha, das wäre es jetzt gewesen, oder? Notbremse ziehen? Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht, geht nicht. Das ist nur im Notfall erlaubt. Und das ist auch gut so. Ich hoffe eher, dass wir gleich mal ankommen, da wo wir ankommen sollen, wollen. Fahren ja jetzt schon fast 10 Minuten.
So, ich würde aber sagen, bevor das hier zu lange wird, brechen wir das Szenario bzw. das Video an dieser Stelle ab. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich denke, 1,5 Stunden Video dürfte dann auch erstmal reichen. Ich bedanke mich. Sage bis dann. Und ja. Tschüss, ciao, servus. Bis dann. Euer der Dennis Spieters.